Norddeutschland, also am besten schon jetzt Karten reservieren, weil ich glaube, die werden sehr, sehr knapp werden. So, zu einer begabten jungen Frau namens Lea. Wenn Lea ihren Körper verbiegt, dann tut uns normal steifen Menschen das schon beim Zugucken weh. Die junge Frau aus Göttingen hat ein herausragendes Talent. Sie hätte es auch einsetzen können, um irgendwann als Turnerin Goldmedaillen zu holen. Aber ihre Welt ist die Showbühne. Susanne Sehmer stellt Ihnen die 21-jährige Artistin vor. Artistik ist ein Beruf, gleichzeitig eine Leidenschaft, ein Hobby und für mich im Moment das ganze Leben. Normalerweise habe ich jeden Tag 1 bis 2 Shows und ich trainiere zwischen 2 und 10 Stunden am Tag. Mit mit Doppelshows natürlich weniger. Ich habe mich nach meinem Abi für die Artistik entschieden. Durch einen glücklichen Zufall hat mich ein bekannter Regisseur angerufen, habe dann die ersten 4 Monate gespielt in Hannover und danach war sofort klar, ich bleibe erstmal dabei. Ich arbeite im Moment an einer neuen Nummer am Vertikaltuch. Ich möchte tolle Abfaller zeigen, die aber sicher sind. Der nächste Schritt wird sein, überhaupt eine Geschichte zu finden. Was möchte ich erzählen am Tuch? Dann werde ich nach Kanada fliegen und mit einem Choreografen eine ganz neue Nummer erarbeiten. Es ist kein ganz normaler Job, weil man jeden Tag eigentlich sein Bestes geben möchte, jeden Tag irgendwie seine Seele auf der Bühne präsentieren möchte. Es gibt keine wirklichen Entschuldigungen wie Krankheit, Müdigkeit, Verletzungen. Es ist ein Job, der sehr viel von einem verlangt, aber wenn man ihn gut macht und gut beherrscht, glaube ich auch sehr viel Spaß bereiten kann. Ich habe mit 8 Jahren mit rhythmischer Sportgymnastik begonnen. Ich habe ganz schnell ganz viel angefangen zu trainieren und bin dann auch in verschiedene Kader aufgestiegen, war dann in der Nationalmannschaft und habe irgendwann beschlossen, ein bisschen die Kurve zu kriegen Richtung Show, weil rhythmische Sportgymnastik doch sehr trainingsintensiv ist. Im Vergleich zum Leistungssport ist man auf der Bühne sehr viel freier. Es geht vielmehr darum, ausdrucksstark zu arbeiten oder mit neuen Ideen zu arbeiten, denn ich denke, das honoriert das Publikum vor allen Dingen. Das Mekka für viele Artisten ist im Moment Kanada, im speziellen Montreal. Dort gibt es eine große Zirkusschule und dort sind auch viele Zirkuskompanien ansässig. Mein Traum ist es auch, mit einer großen Kompanie eine Welttournee mitzumachen. Dieser Welttournee wird eine große Kreationsphase vorausgehen und ich möchte gerne meine eigene Ideenwelt ein bisschen erweitern und gucken, inwieweit ich selber Teil einer ganz neuen Kreation werden kann. Erleben Sie die bezaubernde Lea Hinz. Meine eigentliche Hauptnummer ist der Luftring. Und diese Nummer habe ich in Kanada entwickelt, zusammen mit einem bekannten Luftakrobaten. Im Moment kann ich mir nichts anderes vorstellen und liebe das so sehr, dass es mir schon manchmal graut vor dem Tag, an dem ich weiß, oh Gott, das war vielleicht mein letzter auf der Bühne. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass meine Familie sehr Wert darauf legt, dass ich mir ein zweites Standbein irgendwann aufbaue und dass ich auch eben diesen Kontakt zu meinen alten Schulfreunden pflege, die für mich immer noch so ein Bindeglied hin in die andere Welt sind. Und ich glaube, mit deren Hilfe werde ich das schaffen. Ja, Philipp, ist ja beeindruckend.